Scheiße, es hat sich wieder was getan. Verdammt, es hat sich wieder was getan. Bisher habe ich Vitamin D als Supplement empfohlen. Und nun mache ich das eventuell nicht mehr. Denn es ist möglich, neben der Sonne Vitamin D aus einem Lebensmittel selber herzustellen. Und ich habe nun zusätzlich Bedenken, ob Vitamin D3 tatsächlich optimaler für uns ist als Vitamin D2, wie das so oft suggeriert wird. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben, so denn du das möchtest. Vitamin D kennt ihr alle. Ist wirklich wichtig und das muss ein jeder, egal ob vegan oder nicht vegan, so ein wenig auf dem Schirm haben. Es gibt Vitamin D3 und es gibt Vitamin D2. Beides erfüllt seine Wirkung. Vitamin 3 ist jedoch schneller umsetzbarer und braucht nicht so viel Energie, als wenn wir Vitamin D2 als Grundlage haben. Ein weiterer Unterschied ist, dass Vitamin D3 natürlich in tierischen Produkten vorkommt und Vitamin D2 eher in pflanzlichen Lebensmitteln. Im Zuge des Vitamin D-Booms, der zu Recht kam, weil wir da eine Lücke hatten, weil ja, wir tatsächlich auch nach meiner Überzeugung fast alle einen Vitamin D-Mangel haben, kam natürlich auch schnell die Information über die Effektivität, dass das tierische, und damals wurde gar nicht so unterschieden in tierisch oder pflanzlich, sondern dass das Vitamin D3, das tierische, effektiver ist. Und alle, inklusive meiner Wenigkeit, wollten natürlich Effektivität, ja, Optimierung und haben das Vitamin D3 genommen. Und dann gab es oder gibt es sogar so ein quasi veganes D3. Da hat man Rentiere genutzt und deren Flechte verarbeitet, um dann, ohne dass das Rentier geschlachtet werden mussten oder irgendwie etwas angetan musste, hat man dann daraus D3 hergestellt. Das ist das D3, das Vegane aus Flechten. Und ich glaube, auch heute ist das noch diese vegane Methode. Aber mal unabhängig davon, kommt dir das nicht bekannt vor? Omega-3-Fettsäuren. Tierisches EPA und DHA sind effektiver als ALA, weil ALA erst mit hoher Energie umgewandelt wird. Eisen, tierisches Hämeisen, ist viel effektiver und wird auch wieder schneller verstoffwechselt als pflanzliches Eisen. Immer das tierische Produkt und die effizientere Umwandlung. Aber dann, und bei Hämeisen weiß man sogar ganz genau, dass diese Effektivität einen ganz hohen Preis fordert, siehe dazu mein Eisenvideo in der Infobox, passiert etwas, was wir nicht wollen. Bei den Omega-3-Fettsäuren darf zumindest nicht von positiven Wirkungen gesprochen werden. Es sind noch keine, außer ein paar kleinere Sachen für spezielle Gruppen, negative Folgen bekannt, aber generell ist es eher neutral. Ja. Siehe auch dazu mein Omega-3-Video. Ich wollte nur mal den Vergleich ziehen. Ist Effizienz und ein sehr schnelles Verfügbarmachen, also sofort immer verfügbar machen, immer die beste Variante? Bei Eisen wissen wir, ist es definitiv nicht so. Und bei Omega-3-Fettsäuren aller Voraussicht nach auch. So, und jetzt übertragen wir das mal auf unser Thema heute, Vitamin D3 und Vitamin D2. Ist vielleicht ein spezifisch für den eigenen Körper selber aus rohem Pflanzenmaterial hergestelltes Vitamin D besser? Auch wenn das vielleicht mehr Energie kostet, aber vielleicht hat das einen Sinn, dass es mehr Energie kostet. Denn wenn ich mich so umschaue in unserer Gesellschaft, da sind sehr viele Menschen, die einen Überschuss an Energie mit sich rumtragen. Also ich glaube schon, dass, wie es bewiesen ist bei dem Eisen, dass pflanzliches Eisen besser ist, wie ich es annehme bei Omega-3-Fettsäuren, wie es aber nicht bewiesen ist, muss man auch dazu sagen. Es gibt nur Ansätze dafür, indem jetzt auch diese gesundheitsrelevanten Aussagen bezüglich Omega-3-Fettsäuren für tierische, da hatte ich ein Video dazu gemacht, in dem das postuliert wird. Und bei Vitamin D, das passt alles, ist immer dasselbe. Tierisches Produkt ist effizienter, klar, es wurde für einen Organismus bereits hergestellt, aus der Rohware, energieaufwendig. Aber es wurde speziell für diesen Organismus hergestellt. Ist es wirklich dann genauso effizient, wenn es für unseren Organismus hergestellt wird? Ich erinnere da an die Isomere. Also wenn Sachen die gleiche Summenformel haben, aber trotzdem anders wirken. Nur weil es vielleicht gleich aussieht, so von der molekularen Struktur oder beziehungsweise
Von der Summenformel ist es dann auch tatsächlich für uns besser. Und bei Helmeisen zum Beispiel ist es nicht mal so. Also da wirklich mal fragen. Ne? Die Sonne, die ist ein natürlicher und guter Lieferant von Vitamin D. Aber ich für mich persönlich nehme, glaube ich, lieber etwas wirklich rein pflanzliches wie Vitamin D2 zu mir und brauche mehr Energie, um das zu verstoffwechseln, als ein tierisches oder veganisiertes D3. Also ich werde meine Packung aufbrauchen, Vitamin D3, und auch keine Panik verbreiten oder so. Vielleicht ist doch alles gut, vielleicht ist es sogar besser, keine Ahnung, ich rede heute nur von mir. Und dann erstmalig versuchen, Vitamin D durch ein Lebensmittel zu bekommen, welches ganz natürlich Vitamin D hat und mit einem Trick in der Zubereitung sogar nach der Ernte Vitamin D anreichert, sogar im getrockneten Zustand. Und was? Das ist der ganz gemeine Champignon. Aber Samu, die Champignons, die man kauft, die sind doch meist Zucht-Champignons und enthalten gar kein Vitamin D. Deswegen gibt es ja auch die Vitamin D-Champignons, die es bei Kaufland gibt. Die wurden mal in die Sonne gestellt. Ja, tatsächlich brauchen die Pilze, wie eben auch der Champignon, der ein Pilz ist, UVB-Strahlung, um Vitamin D zu bilden. Die Grundlage dafür ist das Ergosterin oder beziehungsweise die Ergosterin-Konzentration in Pilzen, die erheblich höher ist als in allen anderen Pflanzen. Und trifft nun die UVB-Strahlung auf den Pilz, wird das Ergosterin in Vitamin D umgewandelt. Aber wenn das nun irgendwelche Pilze sind, die irgendwo in der Halle gezüchtet worden sind, oder du bist dir nicht sicher, ob diese Pilze jemals die Sonne geküsst haben, dann leg die Pilze einfach außen aufs Fensterbrett oder auf den Balkon. Warum? Auch wenn die Pilze geerntet sind, haben sie natürlich ihr Ergosterin noch. Und das wird bei UVB-Strahlung auch nach der Ernte in Vitamin D umgewandelt. Und das Tolle ist, selbst wenn du getrocknete Pilze, Champignons hast, dann kannst du die draußen hinlegen und alles Ergosterin in Vitamin D umwandeln lassen. Ganz natürlicher Prozess. Das funktioniert auch noch bei anderen Pilzen und das Champignon hat nicht mal so viel Vitamin D, ist aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach das günstigste. Gerade weil man ja, oder weil ich damit auch mein Vitamin D Haushalt auch decken möchte. Kommen wir gleich dazu. Genau, und bei getrockneten Pilzen, die du ja auch in großen Mengen kaufen kannst und die vertrocknen ja nicht mehr, die sind ja schon getrocknet. Legst du einfach aufs Fensterbrett und dann bist du ganz sicher, die akkumulieren Vitamin D aus dem Ergosterin. Oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Die Studie, in der speziell auch dieser Mechanismus bestätigt wird, also diese Umwandlung von Ergosterin in Vitamin D, auch bei getrockneter Ware, ist sie immer unten verlinkt. Mach deine Pilze zu Vitamin D Bomben. Wie viele Pilze brauchst du, um deinen täglichen Vitamin D Bedarf zu decken? Wenn man die offiziellen Vorgaben einhalten möchte, dann sind es 1 Kilogramm Champignons. Bei anderen Pilzsorten sind es zwischen 500 und 700 Gramm. Wenn du sie getrocknet kaufst, die Champignons, Champignons haben 91% Wassergehalt, also sagen wir 90%, dann sind es 100 Gramm getrocknete Champignons. Und wenn du sie dann noch mit Vitamin D boostest, indem du sie in die Sonne legst, wenn die schon vielleicht Vitamin D schon haben, dann ist es wahrscheinlich noch ein Stück weniger. Aber sagen wir mal einfach zur Sicherheit 100 Gramm getrocknete Pilze, getrocknete Champignons. Und das ist kein Ding und absolut möglich. Zumal es ja wahnsinnig viele leckere Sorten von Pilzen gibt. Aber wenn wir nur bei den Champignons bleiben, dann kann man ja auch pulverisieren und das Pilzpulver irgendwo dazu machen. Zu jedem Salat passt wunderbar Pilzpulver. Ja. Und in der Studie habe ich dann erfahren, dass der ganz gemeine Champignon, den ich eigentlich schon eh ins Auge gefasst habe wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses, auch noch weitere zahlreiche gesundheitlich positive Effekte hat. Der ganz normale billige Champignon aus Kaufland. Er ist zum Beispiel eine reichhaltige Quelle von Beta-Glucan und auch von Antioxidantien. Er stärkt den Magen-Darm-Trakt und die Abwehr gegen Krebszellen. Dazu hat er besonders wertvolle Effekte beim metabolischen Syndrom. Aber dafür, für diese ganzen Effekte, die im Detail auch aufgeführt worden sind, warum sie so sind, wie sie sind, unten in der Studie einfach mal reinlesen. Der Kernpunkt, um den es mir heute geht, ist, dass ich mich instinktiv wohler fühle, eine rein pflanzliche Quelle zu nutzen, die zwar nicht so schnell und energieaufwendiger umgesetzt wird als das tierische Pendant Vitamin D3, aber dafür natürlichen Ursprungs ist.
als ein Supplement. Ich habe eine natürliche Aversion gegen Supplements. Und vielleicht ist das nur Spinnerei, vielleicht ist da auch was dran, dass es günstiger für uns wäre, wenn möglich, die Vitamine aus Pflanzen zu ziehen. Ist für mich natürlich auch eine große Umstellung. Und ich habe mich nicht gefreut, wo ich das gelesen habe und mir diese Zusammenhänge plötzlich in den Kopf gesprungen sind mit den Hämeisen und mit dem Omega-3-Fettsäuren. Weil ich wirklich an dem Vitamin D3 gehangen habe. Und ich weiß auch nicht, ob 100 Gramm getrocknete Pilze Tag für Tag wirklich möglich sind. Für ein paar Wochen mit Sicherheit. Ja. Aber irgendwann ist man dem vielleicht über. Und vielleicht, ich sag mal, preislich trotzdem, es kostet schon mehr als ein Vitamin D Präparat. Muss ich auch schauen, wie sich halt alles entwickelt. Aber ich werde es probieren. Und ich möchte dir einfach an der Stelle auch dich dafür mal sensibilisieren, weil sowas mir natürlich auffällt an mir, aber sowas bei anderen sehr selten zu finden ist, die ich früher auch geschaut habe und was mich da ein bisschen gestört hat. Wenn jemand eine Überzeugung hat und diese Überzeugung, wie ich mit Vitamin D3, dann wirklich postuliert hat und gesagt hat, hey, da stehe ich dahinter, dass ich dann irgendwann sage, pass mal auf, nee, vielleicht ist es doch nicht so. Also immer wieder reevaluiere, ist mein Wissen aktuell, habe ich was Neues dazugelernt? Denn jeder von uns lernt dazu. Und wie doof ist das, wenn ein YouTuber, gerade der, wo es um Wissenschaft geht, und was erzählt und 20 Jahre später erzählt er immer noch dasselbe. Also das kann bei manchen Dingen durchaus funktionieren. Aber manche Sachen entwickeln sich auch, und gerade in der Wissenschaft und auch in den persönlichen Erfahrungen. Also von daher möchte ich da einfach auch mal sensibilisieren, dass, ja, dass du das auch zur Kenntnis nimmst und dass das hoffentlich auch positiv bewertet wird. Und nicht, ach, da ist ich ja gar nicht sicher, heute empfiehlt er das, morgen empfiehlt er das. Naja, also erstmal generell 100% sicher kann ich mir bei gar nichts sein. Aber der, wenn ich etwas sage, dann ist es schon begründet und ich zähle auch die Quellen auf, worauf ich das begründe. Und du kannst dir das, du solltest das nicht einfach blind annehmen, sondern du solltest dir auch die Quellen durchlesen und sagen, okay, so ist deine Meinung zustande gekommen. Und ja, und dann für dich persönlich deine Meinung bilden. Und wenn derjenige seine Meinung geändert hat, auch da mal reinlesen, schauen, gucken und sagen, okay, vielleicht nehme ich das an, vielleicht auch nicht. Denn nicht alles, was ich mache, macht Sinn. Stichwort Sonnenbrand, Stichwort Bohnen. Ja? Also es gab viele Dinge, die besser geworden sind im Leben, weil ich sie ausprobiert habe. Aber manchmal trete ich auch in die Scheiße. Und von daher, keine Ahnung, wie das beim Vitamin D2 ist. Ich werde mir auf jeden Fall angewöhnen, meine Pilze, die ich jetzt zuhauf kaufe, auf den Balkon zu legen. Ich werde mir wahrscheinlich getrocknete Pilze kaufen. weil die Pilze frisch ein Kilo, keine Ahnung, kriege ich glaube ich dann nicht jeden Tag runter. Ich werde dir auf jeden Fall unten verlinken, welche Pilze ich gekauft habe. Das ist jetzt nicht, dass ich die empfehle oder sonst was, nur dass du einfach weißt, welche Pilze ich jetzt gekauft habe und wie ich das ausprobiere. Und ja, übrigens, innen auf das Fensterbrett legen, das bringt gar nichts, da die Fenster die UVB-Strahlung meist komplett abhalten. Also ganz wichtig. Also wenn du keinen Balkon hast, dann direkt draußen aufs Fensterbrett. Vielleicht in irgendeine kleine Dose oder sowas, die du festschraubst oder festklebst mit doppelseitigem Klebeband, damit es nicht wegfliegt. Bah, ich bin gespannt, was mit meinem Vitamin D-Spiegel passiert. Ich werde natürlich meine Blutwerte messen und dann schauen, ob ich meinen Vitamin D-Spiegel weiter konstant halten kann. Denn darum geht es ja letztlich. Danke an alle Patreons und alle Kanalmitglieder, die diesen Kanal unterstützen. Und auch hier nochmal der Hinweis auf meinen neuen Videokurs Inside YouTube für alle, die neben- oder hauptberuflich planen, mit YouTube Geld zu verdienen und ihr Leben da ein bisschen ein Stück weit unabhängiger zu gestalten. Alle Links gibt es dazu unten in der Infobox. Alles Liebe, willkommen im Leben, dein Samu.